So. Huch, ich bin ja noch in Schwarz-Weiß. Oh Mann, ich muss mich noch bestellen. Für das Spiel muss ich nicht in Schwarz-Weiß sein. Hm. Ja, ist noch Geisterstunde. Ja, tatsächlich. Ich muss mich mal kurz. Zack. Farbe, guck an. Sehr schön. Zack. So, nächste Horde steht an. Wie gesagt, Tag 5. Angeblich soll es ab Tag 6 dann nochmal richtig losgehen. Ja, das stimmt. Ich habe doch ein bisschen mehr Munition. 126 Schuss jetzt. Naja, okay. Ja, vielleicht mal zur Info, weil das jetzt gerade jetzt ja die neuen Folgen quasi sind auf YouTube. In der letzten Folge habt ihr ja gesehen, dass wir da bei der U-Bahn so ein bisschen gescheitert sind, weil wir da nicht reinlaufen konnten. Mittlerweile gab es dann irgendwie ein oder zwei Tage später gab es tatsächlich einen Patch. Da hatten wir darauf gehofft, dass es eben halt nur ein Bug ist. Es ist auch nur ein Bug. Wurde gefixt, sollte passen. Und ich weiß nicht, Morbus, ich denke mal, wir gehen nächsten Tag da wieder hin, oder? Das wär cool. Ja, klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das sind eigentlich so die einzigen Gebiete, die wir so bis jetzt noch nicht so gesehen haben. Ja. Und da ist ja, glaube ich, auch das nächste versteckt, was wir eh brauchen. Ja, genau, richtig. Ja, deswegen wollten wir da ja runter und hatten ja verzweifelt nach dem Eingang gesucht. Und dann mal gucken. Müsste ja gleich wieder losgehen hier. Ja, ich bin gespannt. Sauknochen, herzlich willkommen, hallo. Ja. So, die Flammenwerfer, die sind doch sicherlich auch aufgefüllt. Ich habe nämlich noch gar nicht geguckt. Ich glaube schon, ja. Die haben 150, ich glaube, das war Maximum. Und die... Der hat 146, ja. Ricochets, die haben sicherlich auch Max. Ja. Obwohl, da weiß ich jetzt gar nicht mal so her. Mal gucken. Müssen wir hier was auffüllen? Nee. Ich glaube, die hatten das Einzige, was uns kaputt gekloppt hatten, war diese Fleischfalle, oder? Da war doch irgendwas. Ja, die habe ich gerade gemacht. Die habe ich hinten gerade neu gemacht. Ja, genau. Die brauchen auch immer kleines Fleisch, oder was war das, ne? Ja, genau, habe ich gerade. Gut, der ist zum Beispiel leer. Okay, das ist nicht gut. Guck mal, was hier los? Hier oben noch Steine haben. Einmal 37. Ich müsste welche drin gelassen haben, ja. Yep. Dann fülle ich die mal eben auf. So. Ach. Zack. Ich hab vergessen. 30 gehen da rein, alles klar. Da gehen 30 rein. Die reichen noch immer. Anscheinend immer gerade so für eine... Schönen Dank für deinen Follow. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Für. Dankeschön. Der ist auch leer. Katapultsteine. Wir müssen noch Katapultsteine herstellen. So, halt es, ich wollte den Rest überbringen. Schau mal eben. Oh, es wird natürlich knapp jetzt. Ja. Katapultsteine, wo Samen, war das jetzt noch? Blatt, was hier? Katapultsteine. Ah, diese Blätter wollte ich behalten. Katapultsteine. Stein und Felsbrocken. Ich schon ewig mal machen. Dankeschön. Felsbrockenstein. Danke. Felsbrockenstein. So. Ach, ich drücke mal den falschen Knopf. Felsbrocken und Stein. Felsbrocken und Stein. Kleiner Stein. So. Das reicht nicht. Was brauchst du noch? Ja, doch, ein bisschen was kann ich schon herstellen. Aber Katapultsteine. Ja, ein bisschen was kann ich. Also für diese Salve wird es reichen. Wave started. Okay, dann muss man so langsam. Oh, geht schon los. Felsbrocken, so, Katapultstein. Zack, zack. Und. Zack. So. Dann also, wie gesagt, spannend. Entweder kommen jetzt schon die harten Gegner oder ist in der kommenden Nacht, weil es hieß ab Nacht 6. Also, entweder ist es jetzt oder in der 6. Nacht. Das wäre noch eine Nacht weiter dann. Das müssen wir mal sehen. Ja. Wir sind gespannt. Und es lag wieder bei mir, Mann. Ja, bei mir hat es auch gerade ein bisschen. So. Ich bin gespannt. Waffe habe ich auf der 8. Ja, 44 so. Schuss wird lang. Zack. 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 Weißt du, wenn die Katapulte und die Flammenwerfer wieder machen? Jo. Ich packe die restlichen Steine, packe ich jetzt mal wieder in die Kiste. Jo, mach das. Also eine Salve liegt da auf jeden Fall noch drin. Okay. Also da können wir ein bisschen was machen. Weil angeblich sollen nachher auch brennende Zombies kommen, deswegen ist es auch ganz gut, dass wir davon aufgewertet haben. Ach, das ist hier der eine, den wir auf dem einen Parkplatz gesehen haben. Der explodiert ist. Ja, stimmt. Kommen dann noch. Richtig, ja, richtig, genau. Der war das. Ja, und dann werden bestimmt noch ein paar von diesen größeren kommen. Ja, zumindest hier der Schlachter-Heini, ne, wahrscheinlich. Oh, da bin ich auch gespannt, ja. Ja, ich bin nicht so gespannt, weil ich will das eigentlich nicht. Ich will es ja nicht. Ja. Erstmal gucken, ob die überhaupt so weit kommen. Und was mich dann interessieren würde bei den Schlachtergesellen da,
was die Trikotschees machen, ob die dann auch so ordentlich reinräuchern oder nicht. I hope so. Aber wir haben auf jeden Fall die Alarmanlage durch die Trikotschees. Also bis jetzt kommen da ja noch keine Zombies, sonst hätten die schon ausgelöst. Das stimmt, ja. Das ist schon mal ganz cool. Das ein oder andere. Was brauchen wir hierfür? Okay. Ach, da kommt schon. Siehst du. Der erste Renner. So. Warum? Ach, mach bei dir. Die kommt von der anderen Seite, von oben kommen die? Ja, ja. Okay. Macht bei dir der Flammenwerfer Flammen? Nö, da brennt zwar was, aber. Ja, bei mir nämlich auch nicht, ne? Ja. Ich sehe auch nur, dass die Zombies brennen, aber der Flammenwerfer haut bei mir auch keine Flammen raus. Na, Hauptsache sie brennen. Ja, richtig. Der Rest wäre der erste Penner. Hauptsache sie brennen. Hauptsache sie brennen, ja. Ah ne, es liegt wahrscheinlich in den Trikotschees. Das sind gar nicht mal die Flammenwerfer. Es sei denn, die sind halt nicht in der Range drin. Ach so. Wahrscheinlich ja, in der Range drin sein. Aber die Trikotschees, die haben auch nur eine gewisse Range, wie es aussieht. Also, ja. Ich glaube, ich werde mal mein Pfeil und Bogen nochmal nutzen. Den muss ich sowieso mal leer schießen. Ja. Oh, ein Fuchs. Oh, ein Vogel. Boah. Was ist hier los? Lauft doch alle nur zum Fleisch. Sehr gut, macht es. Die laufen alle nur zu dem Fleisch und habe ich so das Gefühl. Ja, ja, das ist natürlich schon ganz geil. Ja. Im Idealfall brennen sie natürlich dann auch gleich. Richtig. Das ist eine. Da kommt eine. Halt. Mist. Wo läuft die hin? Die ist hier unten irgendwo. Okay. Aber das die hat wohl auch nicht lange gelebt. Das war's wohl. Hm. Das wird wohl nicht die große Horde gewesen sein. Ja, ich weiß ja auch nicht, in welcher Masse die dann kommen. Ob vielleicht die ersten Zombies tatsächlich normal sind und die große Abschlusshorde vielleicht nachher nochmal. Ja, okay, das kann natürlich auch haben. Pampf. Ja, hättest du mal nicht gewartet, Wahnsinn. Zombie. Hättest du mal nicht gewartet. Das ist immer diese Gier. Ja, Oh. Alter. Oh, ich glaube, da ist einer durchgekommen. Meinst du mich? Das glaube ich nicht. Da kommen jetzt ein paar mehr. Oh, was hier? Wer war das? Der hat sich aber laut angehört. Menschliche Fackeln. Was heißt menschliche Fackeln sind es ja nicht, ne? Es sind untote Fackeln. Untote Fackeln, die in genau. Der Gegend rumrennen. Und da hüpft so ein Halbi rum. Ja. Ja, der ist sowieso nicht schnell genug. Ne. Oha. Ah, jetzt kommt der hat sowieso unten, keine ne? Chance. Ne. Nee, nee, nee. Und hier sind noch 18 drin. Ist. 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 Na, was ist da los? Na ja, gut. Das Katapult erledigt alles. Ich treffe die nicht. Nee. Ah, doch, jetzt hast du getroffen. Hm. Hat ein paar Pfeile im Kopf, aber er hat's geschafft. Ah, da kommt jetzt noch Respekt. So ein dickerer, aber der ist eigentlich immer dabei. So, lad mal ein bisschen nach. Hier laden wir auch mal ein bisschen nach. Hand her. Klatsch. Oha. Schreit's rum. Da schreit's rum. Ah. So. Mal reload. Und machen wir hier mal reload. Der erste untote fuck nicht lang. Oh Mann, ey. Ich war gerade unten und hab aufgeladen, Fräulein. Ja, Gonzo, so wie in, wie heißt es noch?
Zombie World? Nee, World War Z. Genau, wo da gleich die Welle kommt. Oh ja. Das ist natürlich schon ein bisschen krass. Da würde ich dann auch so ein bisschen... Ja. Schwierig. Da Warum ich dann haben auch alle etwas... schwierig? Ich will auch schwierig. Finde ich nicht okay, dass ich so gedisst wäre. Ach, die kommen alle hier rein, weil die hier... Ah, okay. Müssen wir eine Wand oder sowas hinsetzen? Ja, von der Seite springen sie rein, ne? Ja, genau hier, ja. Ja, gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich war hier gerade geschnitzelt. Oh Gott. Komm her. Was ist mit ihr? Wie sie völlig eskaliert. Alter, ist doch nicht dein Ernst, ey. Lass sie doch einfach reinlaufen, ist doch egal. Ja, ich wollte ja gerade reinlaufen, aber dann kam so ein Zombie und der ist mit reingelaufen. Und dann hat sich's gedreht. Aber dafür kriegen sie ja ordentlich. Ach Mist. So zu checken. Die kommen teilweise auch von hinten jetzt, ne? Das ist interessant. Ja, ja, genau, die kommen auch von da hinten, ja. Und da springen die gleich da an die Seite rein. Ja. Ja, da müssen wir dann nochmal Mauern reinziehen, genau. Ja. Ja, sie kommen schon von der rechten Seite. Ja. So, es bringt alles nichts. Es bringt alles nichts. Ja, lass einfach reinlaufen, ist gut. Ach, das nicht geab. Ah, Mist. Was ist mit dem? Hier liegen lauter Hasen drauf. Hier schweben und liegen Hasen. Sehr gut. So muss weiterfahren. Ja, dann viel Spaß. Gute Fahrt, Stanase. Ach so, ja, stimmt. Der ETS 2, ja. Ja, genau. Ja. Oh, guck mal, da liegt ein Reh in der Falle. Ich wollte schon sagen, nicht, dass er während der Fahrt hier jemand Streams guckt. Na ja, gut, das wäre ungünstig, ja. Oh, da kommt er nicht rum, Mann. Oh, ich hab's runtergeschossen. Okay, das da kommen ist jetzt ein paar mehr gerade. Und da kommen jetzt aber auch Brände. Sind... Oh, da kommt. Oh, Scheiße. Oh Gott. Okay, ich nehme mal die richtige Waffe. Bin mal gespannt, wie die sich. Ja, lass jetzt, oh mal Gott, durch die, lass jetzt mal durch die Fallen durchlaufen. Ja, gut, vielleicht ein bisschen anfrecken. Ja. Weil mich würde mal sehen wollen, ob die also. Durch die Fallen durchkommen. Aber die kommen tatsächlich, oh, die kommen hoch, kommen von den hoch, kommen hoch. Auf der Treppe. Oh Gott, er explodiert. Vorsicht. Ja, Alter, und es brennt. Ja. Und ich hab. Ah, ich hab nichts mehr zum Reparieren. Scheiße. Weißt du nicht, okay, und wir sagen es noch. Ja, gut, wir haben eben noch nicht alles nicht aufgewertet, das ist klar. Repair. Okay. Ich warte mal, bis hier was kommt. Gäste. Ja, jetzt geht's los. Ja, ich meine, das ist jetzt mal eine Horde, wo du sagen kannst, okay. Da macht trotzdem Action. Da passiert ja. Was. Ja. Die anderen Horden, die waren ja eher lächerlich. Bestimmt. Aber ich glaube, das war's auch soweit, ne? An. Ja. Das war ja die letzte. Nachzügler werden noch ein paar Halbis kommen, aber das war's dann auch. Ich. Ja. Aber hier brennt halt alles, ne? Ja, ich guck grad, ob wir irgendwo noch Äste haben. Oh, bei mir ruckelt's. Was ist denn jetzt? SS41. Warte, da kommen noch welche. Jo. Warum ruckelt denn das bei mir so? Oh Gott. Hä? Hallo? Oh! Das war jetzt ungünstig. Scheiße! Bist du tot? Nein, ich hab die Base angezündet. Nicht die Base! Unser Material! Scheiße! Scheiße. Oh Gott. Etwas ungeil. Das steckt ja schon wieder gut an. Ich hol schnell Stöcke, wenn. Oh ey, einmal, wenn du es brauchst, ne? Ich glaube, dass die wichtigen Parts hat es, glaube ich, nicht getroffen. Alter, reparier den Scheiß! Oh ja. Okay, sehr gut, danke.
Oh Gott, aber hier brennt alles. Oh, Scheiße. Ja, deswegen müssen wir... Müssen, ja. Ja, reparier doch. Hä? Oh Gott. Hier brennt einfach alles. Ich hab's doch gerade repariert. Oh Mann. Irgendwie leckt's auch gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Reload. T. Warum können wir das, kann ich das denn nicht reparieren? Reload, ja? Kann da was anderes gerade? Hä, warum kann ich das nicht reparieren? Das ist nicht witzig. Das ist gar nicht witzig. Hä, warum kann ich den hier jetzt nicht reparieren? Hä? Ja, das ist gerade ein bisschen komisch alles. Du. Ich. Ah, ich sehe nichts mehr. Ja, gut, wir werden hier ein bisschen was verlieren an der Basis. Wir werden ein paar Sachen kaputt gehen jetzt. Sag sowas nicht. Ja, ich höre ja, dass hier alles zusammenbricht. Schon, ja. Aber ich kann die auch gerade nicht reparieren, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Hä? Ich auch nicht. Hä? Was ich eh nicht. Ach, jetzt. Das kann natürlich sein. Ja, weiß ich nicht. Ja. So. Dass wir dafür andere Materialien brauchen, aber das ist ja aus Holz hier. Das ist irgendwie, verstehe ich das gerade nicht hier so. Hä? Das ist doch aus. Ach so, ich lade die ganze Zeit die Dinger nach, dabei muss ich hier. Hä, hallo? Hallo? Hä? Ich höre noch gerade jemanden schreien. Nein, ich will nicht upgraden, ich will einfach nur reparieren. Danke. Oh, ey. Irgendwo. So scheiße. Oh Mann, ey. Ach so, wahrscheinlich haben die wieder Feuer gefangen, das wird das Problem sein. Das ist natürlich gut möglich. Hier sind nirgendwo Büsche gerade, ne? Das. So, hier. So. Nein, nicht rippen. Warum kann ich dich denn nicht repairen? Doch. Alles dabei. Na komm. Jetzt fängt das nämlich schon wieder an zu brennen, sag ich ja. Es. Warte, ich komm. Ich hab gerade noch ein paar Stöcker geholt. So, wir haben es aber gleich. Ja, sieht doch gut aus. So. Gut, ist ja noch irgendwas an den Pfeilen kaputt gegangen. Das sieht mir nicht danach aus. Doch, da vorne ist eine kaputt. Nee, das war ja. Rotating Blade, diese Blades-Dinger. Das ist. Kannst du also, das, was kaputt gegangen sind, ist halt überwiegend. Ist dann hier schon wieder rumkreischen. Was ist denn das? Ach, da bist du. Ja. Ach, weil du festbackst. Na, hey, das ist aber sehr günstig. Ach, hier ist die Leiter, hier ist die Treppe, alles weg. Ui. So. So, dann lass doch mal gucken. Floor Wall Build. Eine Güte. Nee, warte mal. Wand. Ja gut, ich meine, das war ja angekündigt, dass die Horde ein bisschen härter ist oder beziehungsweise, dass die generell Probleme macht. Aber ich meine, was willst du, kannst ja eben halt das Material auch nicht aus den Rippen schneiden, dass du das mal eben alles... Nee. Mal eben alles fertig baut, das geht ja auch nicht alles. Nee, absolut nicht. So, komm her. Oh. Okay. Was ist jetzt hier unten noch? Great. Ach so, das ist noch ein Einzelt. Ach so, okay. Will ich noch irgendwas rum? Ich glaube nicht. Naja, wir haben es zumindest überlebt. Auch wenn die Basis nicht so ganz, aber naja. Das muss man. Ja. Das dann sagt wieder... uns vielleicht auch, wir sollten ein bisschen was anders machen. Ja, vor allem frage ich mich, ob man die Fallen selber noch. Na gut, die Fallen selber haben gar nicht gebrannt, ne, glaube ich.
Nee, die fallen nicht. So alles außenrum, was nur gebrannt hat. Ja. Das heißt, die können entweder können sie nicht kaputt gehen oder naja, weiß ich nicht. Nee, anscheinend nicht. Ja, außer vielleicht, wenn die Fundamente runterbrechen, dann vielleicht, ja. Ja, gut, das ist ja. Aber ansonsten waren die recht stabil. Ja. Gut. Treppe, okay. Ja. Das heißt, wir müssen zumindest dann die aus. Na ja, gut, wir müssen alles. Wir müssen ja alles aus Beton machen, alles aus Stein. Dann brennt auch nichts mehr. Nee. Aber erstmal das Material haben, das ist ja mal der Punkt. Es ist ja mal einfach gesagt, so hier mach mal, upgrade mal alles. Ja, natürlich upgrade ich alles, aber dafür muss ich erstmal das Material haben. Ja, und das war ja gar nicht so leicht zu finden, ne? Ach, guck mal, wir können jetzt hier schon harvesten Problem. Übrigens. Die Pflanzen können wir harvesten. Oh, echt? Upgrade Harvest. Harvest? Frag es, ob man die harvesten soll. Okay. Farm. Ja, da kriegen wir alles Mögliche raus hier. Aus der Farm. Echt? Da kriegen wir 2 Knoblauch raus, 2 Süßkartoffeln, 1 normale Kartoffel, 2 Zucchini, 2 Samen, 1 Zwiebel, 1 Kürbis, 1 Ingwer, 1 Gurke, okay, 2 Brokkoli und 1 Rotkohl. Krass. Okay. Das ist natürlich ordentlich. Ah, jetzt glaube ich, habe ich einen Fehler gemacht. Ne? Hier ist sogar eine Ananas bei. Und Weißkohl. Auch noch geil. Naja, das ist bei diesen kleineren. Also, das ist wahrscheinlich der Hintergrund, weil wir uns ja mal gefragt haben, was wohl der Unterschied sein mag, wenn wir das immer wieder upgraden. Hm. Und bei dem ganz linken, was wir maximal aufgewertet haben, ja, da kriegst du auch meistens Slots, also auch die meisten Gemüsesorten. Okay. Na toll. Hat das Panel nicht eben gebrannt? Nee, ich glaube, das hat ein bisschen getäuscht. Ich glaube, das war nur das Fundament, beziehungsweise die Wand da drunter. Ich glaube, nur die haben gebrannt. Zack. Glaube ich. Aber Glauben ist ja bekanntermaßen auch nicht Wissen. Ja. Was sah mir danach aus? Das war ein Käse, ey. Ah, hier liegt noch mehr. Oh. Ach so, ja. So, hier ist eigentlich auch alles repariert. Hier liegt noch mehr. Upgrade, zack. Upgrade. So, ich müsste die... Kannst du... Du bist nur gerade oben. Ich repariere gerade die Trikots. Könntest... Ja. Ging das nochmal kaputt? Muss das kaputt schlagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Was kaputt schlagen? Ja, weil ich die Treppe nochmal wegmachen muss. Mit dem Hammer? Weil ich sonst die... Ach ja, mit dem Hammer, siehst du. Hammer. Den habe ich auch sonst dabei, wenn du keinen hast. Nee, ich habe keinen dabei. Dann komme ich runter. Was willst du wegbauen? Die unterste Treppe nochmal, weil ich sonst keine Wand hier hinsetzen kann. Ja. Okay. Ich hoffe nur, dass die obere jetzt nicht runterfällt. Demolish. Sehr nice. Weil sonst lässt er mich die Wand hier nämlich nicht setzen. Zack, und dann Stairs. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug Materialien für die Stairs. Ah. Ja, dann hole ich mir auch nochmal Material für die Stairs. Ha. Das ist natürlich die Frage. Können wir nicht aufwerten? Deswegen haben sie wahrscheinlich auch nicht gebrannt. Die fallen nicht, weil man die ja nicht aufwerten kann. Deswegen brennen die wahrscheinlich auch nicht. Ja. Möglich. Das wäre ganz schön gemein. So, kleiner Stein. Ich brauche kleine Steine. Stück Eisen, schön und gut, aber ich brauche kleine Steine. Kleiner Stein, 25. Na. No. Yes, sagt er. Die können wir reparieren. Oder stöhnen an. Repair. Ich will hier rauf, Mann. Ja? Na, komm. Muss schon nehmen, wenn ich drücke. Als einmal. Upgrade. Repair. Ja. So. Halt, hier sind noch Steine. Wo ist er da? Die ganze Bude gebrannt, ey, Wahnsinn.
Ja, wir müssen da irgendwie noch Feuerlöscher hinbauen oder irgendwie so eine, so ja, irgendwie sowas, ja. So ein Wassersystem. Was braucht man nochmal dafür? 6 Ziegel, einmal Beton, einmal Zement, 2 Nägel. Ja, mal gucken, ob wir da noch irgendwie was. Ziegel, Stein. Stein hoch. Und Zement war Kalkstein. Zement habe ich noch einmal hier. War aber der Ziegel habe ich auch noch ein bisschen da. Nägel brauchen wir auch zum Aufwerten, oder was? Hm, ja. Okay, dann nehme ich mir sonst mal das, was Material erstmal da ist. Mal gucken. Upgrade, ob das reicht. Oh ja. Ziegel brauchen wir hauptsächlich. Danke, der Rundfoss. Ah, herrlich. So, da haben wir nichts. Huch. So, du kommst dahin, du kommst dahin. Das kann ich auch da oben machen. Ziegel macht man doch aus Felsbrocken oder sowas, ne? War das nicht so? Ja. Oder war es aus Stein oder Felsbrocken? Eins von beiden. Ja, das weiß ich eben nicht. Warte, ich guck schnell. Weil Ziegel ist nämlich das Einzige, wovon wir jetzt nicht so viel haben. Ich habe jetzt Zement, haben wir Stein. Schon eine ganze Batterie. Normaler Stein. Okay. Gleich mal Stein. Ich geh mal Steine kloppen. Baba, ich hatte Steine jetzt kloppen. Das, was wir an Zement da haben und an Nägeln da haben, das habe ich jetzt gerade dabei. Hm. Aber Ziegel ist das Einzige, was auch ein bisschen mehr kostet. Und Zement sollte eigentlich reichen, Nägel sollte eigentlich auch reichen. Ja. Plus ja, der Stein wieder. Kannst du wieder nichts abbauen hier, ey. Ja, ich werde auch mal ganz kurz gucken auf der anderen Seite. Hier ist was. Hier ist was. Ja, ist das da vorne Stein oder ist es nicht Stein da vorne? Zack. Klammer Busch mit weggemacht. Hier fällt auch wieder einiges zusammen. Ich denke mal, das werden hier die Bäume gewesen sein, die zusammengebrochen sind durch die Explosion. Möglich, ja. An dem Moment. 6 Bäume. Brauche ich jetzt nicht. Aha. Ach so. Naja. So, müssen wir halt doch erstmal ein bisschen bauen, bevor wir in die Stadt gehen. Ja, zumindest ein bisschen reparieren und aufwerten, ja. Wobei wir jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit haben, aber die nächste Horde wird sicherlich nicht witziger. Nee, deswegen, ja. Macht vielleicht Sinn, wenn wir wenigstens einmal alles auf Stein aufgewertet haben. Ja. Damit er uns nichts mehr wegbrennt unter den Füßen. Inklusive der Mauern. Ja. Besser ist das. Ach, da kommen die nächsten. Ach, Mann. 3. Na. So, Kalkstein, Felsbrocken, 10 Stein, das ist aber viel nicht. So. More stone, please. Yep. Mehr Stein. Da ist noch Stein. More stony. So, wie viel haben wir denn jetzt? Gleich mal gucken. Hoch. Ja, 14 waren es. 16. Ja, brauchen wir noch ein bisschen. Ein paar holen wir noch, sonst macht es keinen Sinn. Ja, ich werde mir die Taschen auch erstmal mit Stein voll machen. Machen wir gleich ein paar Ziegel und dann. Ja. Läuft die Kiste. It's magic. So. Oh, gleich 2. Sehr nice.
So. Nächster Stein. Yep. Und freust dich auch schon auf nächste Woche? Inwiefern? Assassin's Creed. Valhalla. Witzigerweise ist meine Version sogar schon in der Post. Ah, oh, okay. Bringt mir nur nichts, weil das die Version für die PS5 ist. Achso. Scheiße. Das heißt, die liegt dann ja halt und beschoben. Aber die kommt doch auch demnächst, oder? 19. 19. Ach, für die PlayStation, okay. Ja. Ja, aber gucken, das eine oder andere hole ich mir halt für die PlayStation, das andere für den PC. Das kommt mal so ein bisschen drauf an. Ja. Irgendwas Cyberpunk werde ich mir, glaube ich, für den PC holen. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Ich war schon ewig nicht mehr an der PlayStation, ey. Ja, ich auch nicht. Mit dem Controller. Ja, bei mir ist es eben genau andersrum. Ich kann eigentlich recht gut mit dem Controller und weniger mit Tastatur. Okay. Ich will auch PS5, ja. Ich auch, aber ich war zu langsam. Aber es sollen angeblich, habe ich gelesen, wieder ab 11.11. neue verfügbar sein. Ja, das wird nachher dann auch wieder zügig gehen. Ja, klar. Ich hatte mehr oder weniger auch, ich hatte ja auch Glück. Das, was ich ein bisschen blöde fand, die hätten ja mal sagen können, so ab dann und dann, ab den und dem Zeitpunkt könnt ihr vorbestellen. Ja, und nach der Pressekonferenz von Sony wusste ja keiner, können wir jetzt vorbestellen oder nicht. Dann hieß es ja, nee, ab morgen könnt ihr vorbestellen. Und dann bekam ich gerade von meinem Spieledealer die Mail so, ab 12 könnt ihr die vorbestellen. Und hatte dann aber 11:45 hatte ich schon ausprobiert. Ach so. Kam dann auf die Bestellseite und dann zack, ja, kannst bestellen. Ich dachte, geil. Echt? Und zack. Glückspilz. Ja, hätte ja auch nicht klappen können. Also das. Und momentan bekomme ich wohl noch eine. Wobei das ja nichts Gutes sein muss. Es kann ja sein, dass genau die erste Charge, dass die scheiße ist, ne? Das kann natürlich auch möglich sein, ja. Bis jetzt hatte ich ja mal Glück, aber irgendwann ist dann vielleicht mal der Punkt, wo du immer nicht Glück hast. Oder dann wieder ein halbes Jahr warten musst, bevor du eine Ersatz-Playstation kriegst oder eine neue. Stimmt natürlich. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Kann natürlich auch sein, ne? Ja, das ist aber mit jedem System so. Ob es ein Rechner ist oder eine PlayStation oder eine Xbox, das kann immer. Auch wenn die schon länger auf dem Markt ist. So. Was ist mit ihm hier? Was ist mit dem Kopf gehen, mein Freund? Na und gerade solche Spiele, so eben so wie Valhalla zum Beispiel, das spiele ich halt lieber mit einem Controller. Gut, ich könnte es auf dem PC mit einem Controller spielen, das könnte ich auch machen, aber ja,